Hallo, liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Heute steht eine ganz spontane Reise auf dem Zettel. Hier dieser Chavo hier bringt mich jetzt zu, meinem Treffpunkt. Heute spielt Arminia Hannover gegen Kickers Emden und Nils wird später dabei sein. Ich bin gespannt, ob wir heute wieder Pyros sehen. Also bis gleich. Bruder, mach mal ein bisschen Musik an, ja. Okay, Bruder. Heute, aber was ganz Schönes. Was Spannendes zum Spielen, was Überraschendes. Oh, zum Spielen wird schwierig. Das ist eher nach vorne gehen und alles zerstören. Ich denke, auch schon mit der Jammers mich in die Bälle wärmen. Ich habe für euch noch eine ganz interessante Info. Luis Podolski von Hannover 96 2 wechselt nächste Saison zu Kickers Emden und er wird heute wahrscheinlich auch dabei sein. Also wird sich das Spiel anschauen. Vielleicht sehen wir ihn nachher. Mal schauen. Vielleicht. 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 Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Ich schneide es einfach nicht rein ins Video. Ist hier geradeaus? Geradeaus. Geradeaus. Geradeaus ist hier links. So, jetzt fahren wir hier bei der Eilenriede einmal richtig durch. Auf jeden Fall ein super Ort zum Entspannen. Und hier gibt es auch einen Biergarten. Gerade bei der EM wird es wahrscheinlich sehr gut besucht werden. Und gleich werden wir den Hannover Zoo hier auch sehen. Also praktisch vorbeifahren. Und hier in der Nähe ist auch die 96 Akademie mit dem Einriede-Stadion. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Bildungsauftrag erledigt. So viele Infos sind, glaube ich, genug für heute. Übrigens, heute werde ich das erste Mal mir ein Spiel in der Oberliga, also das ist die 5. deutsche Liga, anschauen. Gegen Arminia habe ich in meiner Jugend schon mal Fußball gespielt. Aber heute, das ist natürlich was anderes. Soweit ich weiß, haben sie auch ein Stadion und es, oder besser gesagt, so ein Bereich, was auch überdacht ist. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Und heute ist das letzte Heimspiel von Arminia Hannover. Und wenn ich mich nicht irre, ist Kickers Emden sozusagen der amtierende Meister der Oberliga. Und sie werden auf jeden Fall in die Regionalliga Nord aufsteigen. Genau, dort sehen wir den Zoo, also nicht ihn hier. Er ist unser Fahrer. Dort ist der Eingang zum Zoo. So, dann ist jetzt, pass mal auf, gleich siehst du die 96 Akademie. Und dort drüben ist das Hannover Kongresszentrum. Warst du da schon mal? Nee, leider noch nicht. Ja, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Dort finden verschiedene Messen immer statt. Das glaube ich dir. Es wird auch mal langsam Zeit, du, aber man kann alles leider nicht unter den Hut bringen, du. Aber es sieht wunderschön aus. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, zoomen wir nochmal ran hier. Super Gebäude. Zack. Es geht einfach weiter jetzt. Super. Très bien. Très bien. Und wir haben Le Soleil ist auch wieder am Start. Grüße gehen raus nach Lille zu Morgan. Dort hinten können wir noch ein bisschen das Einriede-Stadion erkennen. Okay, jetzt. Ah, hier ist es doch. Ja. Salam. Ich war schon länger nicht da. Glückwunsch übrigens an dieser Stelle an die U23, die in der Regionalliga Nord Meister geworden sind. Am 2. Juni auf jeden Fall werde ich da sein im Stadion. Ich hoffe, hier der wird mich begleiten. Wer ist der, Alter? Ja, da sind wir auch schon. So, ich sehe auch schon ein paar Hannoveraner. Dennis Bro, Dankeschön, dass du mich hergebracht hast. Na, ich habe dich fast nicht erkannt. Ja, klar. Aber dir? Klar. So, das Ticket haben wir bekommen. Klassische Eintrittskarten, wie man es von früher auch kennt. Wir sind jetzt durch. Ich hoffe, Nils hat natürlich die Pyros dabei. Oh, selbstverständlich. Wir sind bei unserem Plätzchen jetzt angekommen und ich zeige euch jetzt unsere Aussicht für heute. Ja, Pfeiler stören ein bisschen, aber egal, das ist hier die 5. Liga. Das kann man schon so machen. Auf jeden Fall haben wir eine gute Sicht auf das Spielfeld. Nils, würdest du auch zustimmen, oder? Auf jeden Fall. Besser, als wenn wir jetzt gegen die Sonne im Stehbereich gucken würden. Pulli ist dabei, falls kälter wird. Genau. Für alles ist besorgt. Super. Da
Rostock. Hier sehen wir eine super klassische Anzeigetafel. Wir haben übrigens jetzt unseren Platz getauscht. Wir werden dann irgendwo dort sitzen. Bisschen die Sonne genießen. Auf jeden Fall. Besser als wenn wir jetzt gegen die Sonne im Stehbereich gucken würden. So, mittlerweile haben wir jetzt unsere Plätze gefunden. Hier haben wir die störenden Pfeiler nicht vor uns. Ja, weniger als 10 Minuten kann es hier auch langsam losgehen. Hier kann es jetzt losgehen. Möge der Bessere gewinnen. Hier mit der Musik vom A-Team. Ich weiß nicht, wo die Gästefans hier sind. Die sind alle so ein bisschen verteilt. Tyrus kommen aber nachher. Also wirklich Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt noch hier Arminia. Ein super Trick, den ich jetzt gemacht hat. Danke. Und somit haben wir den ersten Eckball. Du musst erstmal über so einen Berg springen, Alter. Was? Ein bisschen Abschluss ist das vorhin. Das sah aus, als würde er so über einen Hügel springen. Oh, 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 oh. Kickers am Drücken. Oh! Ich weiß nicht, in welcher Minute wir sind, aber circa 10 Spielminuten sind vergangen und Kickers Emden hatte somit die erste Chance, aber Latte getroffen. Zieh, Junge. Auf geht's, auf geht's. Beinahe hätten wir den ersten Torschuss von Arminia Hannover erlebt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Oh, stark, stark. Komm jetzt. Flanke und Kopfball. Oh! Gleich flanken. Komm, 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 komm. Beinahe hätten wir wieder den Torschuss von Arminia gesehen. Hier ganz schön viele Luftlöcher bei mir geschlagen. Aber sie kommt. Oh! Oh! Kleiner Sidefact: In diesem Stadion wird häufiger auch American Football gespielt. Ich glaube, der gute Herr schnürt auch mal die Schuhe für ein etwas anderes Team. Wenn du willst, wiederhol den Satz nochmal. So. Oh! Und! So, jetzt warten wir natürlich, dass sich die Anzeigetafel ändert. Sicherlich habt ihr es mitbekommen. Es steht 1-0 für Arminia Hannover. Er holt die Nummer.
Herrlich. Oh, jetzt kommen die Kickers. Werden mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit 6 Männern verteidigt. Oh, super Pass. Oh. Kontakt Röster halt. Super gespielt auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Foul. Und jetzt werden wir einen Freistoß von den Kickers enden sehen. Jetzt kann die Nummer 10 seine Freistoß-Skills zeigen. Ich stehe hier weiterhin 1-0 für Arminia Hannover. Boah! Freuen Sie. Gut geschossen. War ein satter Schuss. An dieser Stelle gute Besserung an den Spieler, hat sich vorhin verletzt und wird jetzt ausgewechselt. Kurz vor der Halbzeitpause haben wir hier einen Spielstand von 1-1. Jetzt kommen die Kickers nochmal. Sonntagsschuss am Mittwoch. So, wir haben jetzt die Halbzeitpause. Erstmal ganz positiv, überhaupt wie die Stimmung in der 5. Liga ist. Hätte ich nicht damit gerechnet. Es gibt auch eine große Tribüne, waren wir ja vorhin, aber da haben wir unsere Plätze gewechselt. Ja, zum Spiel, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, steht weiterhin 1-1 und ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit viel mehr sehen werden. Kickers Enden ist ja so gesehen Meister und Arminia Hannover spielt gegen den Abstieg. Als Hannoveraner würde es mich natürlich freuen, wenn sie hier gewinnen würden. So Nils, du erklärst uns jetzt mal, wo die Pyros sind heute. Ja, die Pyros scheinen hinter dem Tor hier rechts von uns zu sein. Ja. Die Stimmung ist ja ziemlich gut, was die Arminia-Fans, würde ich sie auch nennen, weil es ist wirklich ordentlich, was sie da so rausposaunen an Fangesängen. Ja, zum Spiel. Kickers Emden als Meister hier ziemlich unaufgeregt. Man merkt, Arminia will keine großen Fehler machen. Und das Ergebnis ist eigentlich gerechtfertigt, sag ich mal, das 1-1. Ja, so viel von mir. Ich habe dir eigentlich gesagt, du sollst was zu den Pyros sagen, jetzt hast du ein halbes Interview gegeben, aber egal. Politische Aussage getroffen, alles von mir gewiesen. Genau. Wählt mich. Nicht. So, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe mir jetzt ein Bier holen. Ein Bier. Bier, Bier, Bier. Okay, pass auf dich auf. Ich hoffe, ich komme heil wieder. Ja, so schnell kann es gehen. 1-2 für Kickers Emden. Pyroman ist wieder da. Bier. Prost. Ich heute nicht, weil ich mache eine Wasserkur.
sauber gehalten, das geht auch weiter. Sauber. Und jetzt sind wir in den Konter. Oh, und da ist das nächste Tor. Oh Mann. Ja, Nils, kaum bist du da, kommt dir auch wieder das Tor. Grüße gehen raus nach Dortmund. So geht nicht Wettbewerbsverzerrender Fußball im Abschiedskampf. Spaß. Wir fragen uns aber immer noch, was fragen wir uns? Wo sind die Pyros? Nein, wir fragen uns, wann die Anzeigetafel da eigentlich wieder geändert wird. Sieht so aus, dass hier nichts mehr gewechselt. Oh. Während wir hier auf den Eckball warten, also die Anzeigetafel wird nicht geändert. Also steht hier weiterhin 1:1:3 für Kickers Emden. Oh. Jetzt ist es soweit. So Nils, jetzt kannst du wieder beruhigt sein. Ja! Oh! So genial gespielt. Beinahe hätten wir das 2:3 gesehen, aber es hat am Ende nicht gereicht. Oh, 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 oh! Oh nein! Nein, nein! Was ist los? Er ist überrascht, dass er den Ball kriegt. Spieler und Zuschauer sind alle überrascht über diesen Angriff. Oh mein Gott. Jetzt. Oh, oder? Daneben? Ja. Oh. Aber nicht die feine englische Art hier. Okay, das sieht jetzt sehr kritisch aus. Boah, sauber. Stand genau richtig. Oh, sauber gehalten. FIFA. Während ich versuche aufzunehmen, ich kämpfe hier mit den ganzen Insekten. Oh. Kein Kommentar. Torhüter, auch bester Spieler bei Arminia. Auf jeden Fall, er steht hier 1:3. Aber der Torhüter von Arminia ist auf jeden Fall hier der beste Mann bei denen auf dem Feld. Oh, ja, das Spiel ist zu Ende. Zusammen mit dem Sonnenuntergang werden wir uns jetzt verabschieden. Es war auf jeden Fall sehr interessant, auch mal in den unteren Ligen auf jeden Fall unterwegs zu sein. Heute war das erste Mal die Oberliga dran. Sehr positiv, Spiel hat auch Spaß gemacht. Arminia Hannover hat leider verloren und sie befinden sich mitten im Abstiegskampf. Aber trotzdem Glückwunsch an Kickers Emden. Sie haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall hier Klasse haben, verdient 1:3 gewonnen. Nils, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Pyros waren heute nicht da und wir haben noch kein Problem gehabt bis jetzt. Ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Ich hoffe auch, dass sich das nicht ändert, dass wir hier jetzt noch heile rauskommen. Nein, Spaß beiseite, wir wurden hier sehr gut aufgenommen. Ein, zwei Leute haben Musti erkannt, das hat man an den Blicken gesehen. Wir haben ein schönes Spiel gesehen. Gratulation nochmal an die Kickers aus Emden.
verdient aufgestiegen, verdient Meister und wir drücken weiter die Daumen, dass Arminia die Klasse noch hält. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag gegen Holstein Kiel. Bis bald.